Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zur FIFA 21 Karriere hier mit Werder Bremen. Die letzte Episode sehen wir hier auch schon im News-Artikel. Warte mal, jetzt habe ich den falschen, glaube ich, angeklickt. Dankeschön, Spiel, dass du genau in der Millisekunde, wo ich draufklicke, eben schnell den Artikel hier hier wechselst. Wir sehen hier gerade mal übrigens auch nochmal von Veljkovic einen Beitrag, aber das war am 25.09. und ich glaube, das ist schon ein bisschen was her, wo er anscheinend gesagt hat, schreibt mich noch nicht ab. Das heißt also, er sagt auch nochmal hier der internationalen oder eher nationalen Presse, sind ja die Vereins-News, dass auf jeden Fall er als Innenverteidiger noch gesetzt ist, finde ich ziemlich cool, aber auf diesen News-Artikel möchte ich gar nicht zu sprechen kommen, sondern auf diesen News-Artikel möchte ich zu sprechen kommen. Dortmund gewinnt 4:1 und beendet ungeschlagene Serie von Bremen, denn in der letzten Episode ist genau das passiert, wir haben von Dortmund 4:1 aufs Maul bekommen. Das war natürlich ein, sagen wir mal, eine Zäsur, ein sehr einschlagendes Ereignis hier in unserer Karriere, wie ich finde, war aber auch so ein bisschen halt eben abzusehen, denn wir waren ja, wie gesagt, wie es hier auch schon steht, ungeschlagen, neben Dortmund die einzige Mannschaft in der Bundesliga und dann geht es halt eben dran, wie gesagt, gegen die Dortmunder, die momentan auch ungeschlagen sind und momentan auf dem ersten Platz residieren und die momentan wirklich phänomenal gut in der Bundesliga hier aufspielen und deswegen war das irgendwann so ein bisschen absehbar, dass das eben passieren wird, ist natürlich dennoch ein wenig zermürbend, wenn man halt eben 4:1 verliert. Wir konnten zumindest irgendwie ein Tor schießen für ein bisschen Ergebniskosmetik, ist ja besser als gar nichts. Jetzt gerade habe ich die Episode begonnen und habe eigentlich wie auch immer so ein bisschen simuliert, bis wir halt beim Spieltag angekommen sind und dann kam eine Mail rein, die ich gemeinsam mit euch ein wenig abarbeiten möchte. Diese Mail ist nämlich ein Transferangebot für Vollert und zwar möchte Kadam Gümrük sich Yannis Vollert holen für 1,25 Millionen Euro, was wie ich finde, nicht wenig Geld ist und da er sowieso überhaupt nicht bei uns zum Zug kommt, der ist 23 Jahre alt, in Anführungszeichen, Innenverteidiger, ZDM kann er auch spielen, hat aber bei uns gar keine Zukunft. Ich würde das auch einfach mal so direkt annehmen. Ich meine, sein Marktwert liegt bei 1,2 Millionen Euro, die gehen so ein bisschen drüber und so weiter. Warum denn nicht? Soll er sich halt irgendwo in der türkischen Liga dann halt eben ein wenig verbessern als Spieler. Wer es übrigens noch nicht mitbekommen hat, jetzt gerade haben wir die Nationalspielpause, deswegen muss ich jetzt auch relativ weit simulieren. Aber hier kommen auch schon wieder direkt weitere Nachrichten rein, wie beispielsweise, dass Yannick auch tatsächlich verkauft worden ist. In der nächsten Transferperiode wird er also unseren Verein verlassen und wir bekommen 850.000 Euro auf unserem Konto, was ich, wie ich finde, ziemlich gutes Geld finde. Leihangebot für Notch kommt nochmal raus, aber ist wieder mal mit Kaufoption. Leute, mit Kaufoption gehe ich hier nichts ein. Ihr könnt meinetwegen den leihen bis zum Ende der Saison, ist okay, aber bitte nicht mit Kaufoption. Der wird uns nicht verlassen. Ich möchte diesen Can Notch gerne noch weiterhin behalten. Und wir haben hier noch ein weiteres Scouting-Update. Da mal reinschauen, was wir dort gefunden haben. Das war in Estland, wenn ich das gerade richtig sehe. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwelche estländischen Supertalente hier weiterhin irgendwie noch finden. 81, oh, 94, jetzt zieht sie ab. Nigul Made, 1,9 Millionen Euro. Auf damit, Alter. Spieler verpflichten. Oh mein Gott. Der ist auch fast 1 Million Euro wert. Was sind das denn für Spieler in Estland? Ich sag euch das ja, ne? Ihr dürft nicht irgendwie in Brasilien suchen, in Deutschland suchen. Habt ihr nicht alles gesehen? Das hier, das sind die richtigen Länder. Estland und so weiter. Da findet ihr solche Leute. Die derzeit im Bericht werden weiter beobachtet. Ja, mein Gott, das können sie auf jeden Fall gerne tun. Jetzt schauen wir eben ganz kurz rein hier in unser Büro, und zwar um genau zu sein, in die Jugendakademie, genau. Jetzt haben wir natürlich recht viele Verteidiger auf jeden Fall. Wir wollten ja auch diesen anderen Pern hier unbedingt halt eben herholen, der wirklich immer noch phänomenal bis 94 halt eben hochgeht. Aber schaut euch mal den hier beispielsweise an. Nur Linksverteidiger zwar, aber der war ja 1,9 Millionen Euro jetzt schon wert, weil er jetzt schon eine Gesamtstärke von 62 hat. Linksverteidiger, den gebe ich auf jeden Fall jetzt erstmal hier einen Entwicklungsplan mit. Also die Zukunft sieht sehr rosig bei uns aus. Vor allem so die estländischen Sachen. Was wollen wir ihnen denn geben? Flügelverteidiger, was hat er denn gut? Der Tempo gut, Verteidigung gut, Physis gut. Dann würde ich auch genau das halt eben bei ihm so ein bisschen verstärken. Das würde hier sowas zum Beispiel sein, ne? Inversa, Flügelverteidiger, seine Ausdauer wird damit hochgehen. Oh, das ist sogar, glaube ich, noch viel besser. Hätte ich jetzt gesagt. Verteidigung geht hoch, Dribbling auch ein bisschen, Tempo auch. Dann ist er jetzt ein defensiver Flügelspieler, warum denn nicht? Ja, können wir, glaube ich, so ganz gut machen. Und hier haben wir den Sepp, den Andres Sepp ist das, um genau zu sein, der sogar als ZDM einsetzbar ist. Mein Gott, das sind aber auch hier Begriffe und Buchstaben, die hier um sich fliegen. Mal gucken, Schießen ist jetzt natürlich nicht sein bester Stat, aber guckt euch mal seine Physis an. Alter Finne. Da geben wir ihn auf jeden Fall sowas wie hier zum Beispiel, genau, balleroberner Mittelfeldspieler. Wobei das hier ist auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, denn dann kriegt er auch ein bisschen Tempo mit dazu. Aber braucht er das unbedingt? Der könnte halt eben wirklich so einfach dieses Abwehrbollwerk sein oder einfach der Fels in der Brandung, so sagt man das ja auch gerne bei Sechsern. Dann gebe ich ihn, glaube ich, balleroberner Mittelfeldspieler. Ich glaube, das wird schon so gut funktionieren. Also die Zukunft, wie gesagt, ist sehr rosig bei diesen Spielern, die wir hier haben. Oh mein Gott. Was ich jetzt aber machen werde, ist, ihn wieder zurückzurufen, weil wir brauchen keine weiteren, wir brauchen halt keine Defensivspieler mehr. Wir haben jetzt eine wunderbare Jugend mit Defensivspielern und so, da brauchen wir jetzt nicht mehr weiter suchen. Wenn er wieder da ist, muss ich mal gucken, wo ich ihn als nächstes hinschicke. Wenn ich bei uns halt in die Mannschaft mal reinschaue, ich weiß gar nicht, wo brauchen wir denn unbedingt Unterstützung?
würde mir jetzt gerade ehrlich gesagt so auf dem Stegreif jetzt nicht so viel einfallen. Vielleicht einen Flügelspieler oder so. Wir müssen sowieso schauen, dass wir hier so ein bisschen wieder sortieren. Also umso besser, dass Vollert uns beispielsweise verlässt und so, dass wir einfach mal gucken, dass zum Beispiel so ein Plogmann nicht mehr da ist in der nächsten Saison oder besser gesagt in der Wintertransferperiode oder ein Capino oder so. Dass wir halt noch ein paar Leute hier irgendwie wegbekommen, weil wir haben echt mal wieder ein Überangebot. Erstmal, ich mach's mal so, der Jugendstab wird jetzt erstmal halt eben residieren können, wird jetzt erstmal in keinem Land suchen müssen oder so, sondern wir machen das erst, wenn Bedarf besteht. So, ich habe jetzt noch ein Angebot bekommen mit Laie zum Kauf. Das ist jetzt sogar tatsächlich die zweite, die ich bekommen habe. Das andere Angebot habe ich jetzt gerade nicht ins Video mit reingeschnitten, aber ich glaube, ich gehe einfach mal in die Verhandlungen rein und ich guck mal, ob wir das vielleicht sogar noch so drehen können, dass er bis zum Ende der Saison bei jemandem einfach spielt, ohne Kaufoption. Das wäre halt eben wirklich phänomenal. Hier Laie ohne Kaufoption anbieten. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Verein, der irgendwie sagt so, okay, machen wir halt eben trotzdem. Nee, das ist traurig, echt. Traurig ist das, weil ich will ihn halt eben nicht gehen lassen. Ich will ihn gerne ausprobieren, wenn er sich weiterentwickelt hat. Aber niemand will ihn halt einfach nur so ausleihen. Da kommen jetzt so viele Angebote rein und niemand will es annehmen. Und jetzt als nächstes müssen wir ran gegen den FCA. Um genau zu sein, gegen FC Augsburg, eine Mannschaft, die momentan auf dem 16. Platz sitzt. Von daher ein einfacherer Gegner, als hier gegen Dortmund das halt eben der Fall war. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen für, ich sag mal, ein paar gewagtere Wechsel entschieden, die vielleicht auch wirklich irgendwie den Unterschied machen können. Vielleicht sogar uns beweisen können, dass die auch wirklich irgendwie was auf dem Kasten haben oder so. Beispielsweise habe ich jetzt einen Sargent von Anfang an tatsächlich mal mit dabei. Ein Locek muss jetzt ein bisschen auf der Bank abwarten. Bittencourt wollte unbedingt halt eben spielen von Anfang an, hatte mir gesagt gehabt in einem Spielergespräch. Des Weiteren habe ich einen Felix Agu von Anfang an mit dabei. Ein Pern spielt auch wieder von Anfang an mit, weil ich finde, der hat wirklich außerordentlich gut gespielt, als ich ihn eingesetzt hatte. Und außerdem spielt ein Verhoeven zum allerersten Mal von Anfang an im Tor. Pavlenka nicht von Anfang an mit dabei, sondern auf der Bank, während ein Verhoeven halt eben von Anfang an mal spielt. Und wisst ihr was, ich bin noch viel verrückter. Ich raste jetzt komplett aus. Ich werde einen Toprak auswechseln und einen De Graaf spielen lassen. Also jetzt habe ich wirklich Wechsel getätigt, die wirklich sehr riskant sind, die auf jeden Fall in die andere Richtung abschwimmen können. Aber ich habe einfach Hoffnung in meine Spieler und ich kann mir auch vorstellen, dass die auch ganz gute Leistung zeigen können. Vor allem bin ich sehr gespannt auf Verhoeven für seinen allerersten Einsatz. Der wird sich, glaube ich, auch extrem freuen. Ja, mit dieser Mannschaft geht es dann ran gegen FCA. Drückt mir die Daumen. Im Stadion von Augsburg ist anscheinend auch im Norden. Nee, weiß ich natürlich, dass die nicht im Norden sind, aber das habe ich jetzt festgemacht am Regen. Weil gefühlt im Norden, wenn wir da irgendwo spielen, in irgendeinem Stadion, ist es ja immer am Regnen hier in der FIFA-Karriere. Und jetzt auch im FCA-Stadion. Wie dem auch sei, hier geht es jetzt in die Partie. Das müsste Spieltag Nummer 8 sein, wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr zu 100%. Wir sind momentan auf Platz 4, FCA auf Platz 16. Ich bin gespannt, wie das mit dieser Mannschaft wird, die ich heute so ein bisschen gewagter aufgestellt habe. Ich habe aber Vertrauen in meine Leute. Here we go, Leute. Gegen Augsburg geht es jetzt halt eben dran. Ja, und ich hoffe natürlich auf ein wunderbares Spiel. Gut, hier schon mal direkt den Ball gewonnen. Guck mal, das verhofft doch schon mal auf ein cooles Spiel, ganz ehrlich. Wenn wir direkt am Anfang halt eben schon so eine streikende Kraft irgendwie hier entgegenbringen. Guck mal, wie schnell das hier auch vom Passspiel her geht. Guck mal, da unten ist ja jetzt Bittencourt, der unbedingt spielen wollte. Bittencourt, bisschen Freiraum erobern. Bittencourt spielt jetzt auf Sargent. Sargent vom Tor, Sargent zum Schuss. Und dann nach der vierten Minute gibt es auch schon direkt die allererste Chance, die wir uns so wirklich phänomenal gut aufgebaut haben. Problem war es natürlich für Sargent, dass er sich das auf den linken Schlappen fühlen musste, sodass er nicht so wirklich die beste Chance hatte. Jetzt gibt es einen Abstoß. Vargas möchte der Abnehmer sein. Pern lauert da aber auch schon. Pern kommt da eigentlich relativ gut ran, aber De Graaf ist da ja da, der zum Kopfball kommt. Wir sehen es, wir sind das beste Team mit der Abwehr. Wir haben 5 Gegentore nach 7 Spielen und hier auch, das sieht man auch, auch im Mittelfeld haben wir eine krasse Abwehr. Adama Traoré jetzt mit dem Zug zum Tor. Adama Traoré, oh, verliert hier vielleicht den Ball gegen den Gegenspieler von Augsburg. Was macht denn der da? Klasse von dem gemacht, aber dann hier so ein Fehlpass. Und guck mal, wie viele Leute von uns da jetzt in der Mitte stehen. Rashica zum Schuss. Rashica wurde aber abgeblockt. Und der hier, oh, was macht der Keeper? War aber auch ein bisschen gefährlich, muss man sagen. Schöner Versuch von uns, auch schnelles Umschaltspiel auf jeden Fall. Da möchte sich Pavlenka die Pille holen, oder? Nein, lass es De Graaf machen. Schnelles Umschaltspiel vor allen Dingen. Wir kamen da relativ früh den Ball halt eben bekommen dort in deren Abwehr rein. Oh, guck mal, unten jetzt, auf Rashica vielleicht mal. Kommen wir da ran? Rashica, nicht ganz gut gegen Raphael Framberger. Aber egal, ist ja noch alles drin. Dass wir uns halt eben die Pille geholt haben, dann ging es halt eben wirklich sehr flott. Dann ging es halt eben Pass um Pass um Pass und dann richtig schnell zum gegnerischen Tor. Alsoma spielt auf die Außen, wo Vargas halt lauert. Vargas muss jetzt gegen Prietl ran, der mit rausgelaufen kam. Jetzt wieder noch Strobel nach unten gespielt. Tobias Strobel. Khedira. Das ist aber Rani Khedira, nicht Sami Khedira. Sarensen Basé, kann man schon kaum aussprechen. Khedira, da wird mein eigener Spieler umgeboxt. Nummer 11 zum Schuss und direkt zum Tor, oder was? 19. Minute, erstes Gegentor für uns. Wer war denn das? Niederlechner oder so? Nee, das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich krieg zu viel. Als ob sowas... Erster Schuss und direkt Gregoritsch, weiße Kaltschnäuzigkeit, knallt das Ding da rein. Verhoeven hätte auch rankommen können. Also ich
bin mir ziemlich sicher, dass ein Pavlenka da rangekommen wäre. Ich weiß nicht, da wurde der Spieler aber auch wirklich von mir umgeboxt. Die Grätsche, die eigentlich perfekt gesetzt worden ist, kam vielleicht eine Millisekunde zu spät oder zu früh oder so. Ja, zu spät tatsächlich, da wäre er da auch locker rangekommen. Und dann sah Verhoeven halt eben auch nicht so wirklich gut aus. Guck mal, wir in unserem Drenchcoat da. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Pusht euch weiter, Leute. Erstes Tor auch noch für ihn, für Gregoritsch. Und jetzt, ja, pushen. Ich meine, wir haben ziemlich gut gespielt bis hierhin, ne? Also ich sehe hier überhaupt gar keine Probleme eigentlich. Wenn wir so weitermachen, dann wird es auch irgendwann hageln in deren Tor. Oh, Sargent macht das aber gut. Sargent gewinnt hier weiter den Ball. Jetzt auf den Außen unterwegs. Hat er klasse gemacht. Sargent spielt den Ball jetzt... Oh, warum legst du dir den Ball aber auch wirklich bis nach Usbekistan? Das darf doch echt nicht. De Graaf. Jetzt aufgepasst, dass wir uns hier keinen Konter fangen. Schön gemacht von De Graaf. Guck mal, kommt dazwischen. Der Schiedsrichter sagt, das war Vorteil. Ich fand, das war Körpereinsatz, aber egal. Agu muss jetzt aushelfen. Agu. Wohin spielt der Gegenspieler? Agu, Flanke kommt rein, aber siehst du mal... Oh, Fehlpass jetzt hier. Aber Sargent hilft mit. Der ist... Prietl ist das. Sargent, wie komme ich denn aus Sargent? Jetzt bin ich aber auch komplett beschugge. Oben jetzt. Adama Traoré. Jetzt, da ist Sargent. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich bin dann lieber wieder zurück. Wir machen es jetzt relativ schnell hier vom Aufbau her. Bittencourt. Unten ist jetzt Rashica. Läuft sich auch schon auf den Flanken hier voraus. Rashica jetzt. Rashica mit dem Zug. Rashica auf Bittencourt. Aber Bittencourt lief leider ein bisschen zu eifrig in die Mitte, sodass er dann nicht mehr an den Außen anspielbar war. Zarensen-Basé. Na? Oh, gegen Veljkovic. Veljkovic macht das aber wirklich gut. Guck mal, so ein bisschen wie so eine prima Ballerina, wenn ihr es gesehen habt. Zwei Pioretten gemacht und dann den Gegenspieler hier den Ball abgeluchst. Sargent. Ah, Sargent. Gut gemacht. Den Gegenspieler auch ein bisschen umgeboxt, aber da lauern sie halt eben alle in der Innenverteidigung. Die stehen halt wirklich gut gestaffelt, das muss man denen lassen. Khedira könnte jetzt gleich nach unten spielen, so ist es. Framberger auf den Flügeln unterwegs, Agu kriegt irgendwie seinen Fuß dazwischen. Und das gibt jetzt eine Einwurfsituation für die Gegner. Der wirft die weit nach hinten, Framberger, nach Oxford. Reece Oxford, hinten, ganz weit hinten angespielt. Und man sieht es, damit ist er nicht ganz klar gekommen, spielt das Teil wieder direkt in die Außen rein. Agu, na komm, jetzt heißt es aber wirklich. Komm, wir haben es bisher so stark gemacht hier im Angriff, jedes Mal. Oh, Sargent wird gut bedrängt. Oben jetzt schön gespielt auf Eggestein, der sich da freiläuft. Ist jetzt Adama Traorés Time to Shine. Adama Traoré zieht zurück. Der Gegenspieler liegt auf dem Boden. Adama Traoré mit dem Schuss. Oh, was eine Parade. Warte mal, Rashica, kommen wir da noch ran? So ist es. Sargent mit der Möglichkeit mit dem Volley. Aber wurde halt eben in Bedrängnis gestellt. Was für ein Schuss das aber auch war von Adama Traoré. Und wie gesagt, was für eine Parade dann im Gegenzug. Khedira, weiter Ball. Was für ein Ding, aber kommt da leider nicht ran. Also... Für uns natürlich nicht leider, aber ich sag mal für die Fußballfans, weil das wirklich ein sehr krasser Pass war, keine Frage. Prietl. Komm, ey, guck mal, Passspiel läuft halt eben auch so perfekt. Die haben eine Chance gehabt und es ging direkt rein. Adama Traoré, come on, guck mal, wie gut wir das hier spielen. Adama Traoré gegen Pedersen. Adama Traoré spielt auf Sargent, der mit angerannt kommt. Jetzt wieder auf Adama Traoré, schön gemacht. Adama Traoré vom Tor und das ist schon wieder abgeblockt. Komm, Adama, mach es. Kopfball, wieder zurückgespielt. Guck mal, wie hoch der springen kann. Und er pfeift ab, ich fass es nicht. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal hintereinander in einem FIFA, in einer FIFA-Episode, wo der Schiedsrichter in meinem Angriff abpfeift. Es ist so eine Frechheit. Egal, komm. Nicht Kopf sinken lassen. Ey, guck mal, wie gut wir das hier bisher spielen. Andere Spielzeiten sehen wir hier. Leipzig und Schalke teilen sich momentan ein 0:0. HSV liegt glücklicherweise 2:0 hinten gegen Frankfurt. Dortmund und Düsseldorf teilen sich momentan ein 1:1. Hoffenheim und Köln genau dasselbe. Und Bayern führt 1:0 gegen Mainz 05. Spielinfo. Was haben wir denn da? Ja, gut. Wir nehmen uns vielleicht jetzt auf dem Papier nicht so viel, aber ich finde, wir machen das halt eben wirklich schon besser als die. Don't change my mind, weil ich möchte an dieser Meinung auch hängen bleiben. Anstoß für uns in der zweiten Halbzeit jetzt. Ich kann eigentlich nicht viel Negatives irgendwie äußern. Glück, ja, das ist als Negativität hier zu, oder Pech besser gesagt, ist als Negativität hier aufzuführen. Weil wir machen das richtig stark. Wir spielen heftige Pässe und so weiter. Wir verteidigen eigentlich auch ziemlich gut. Außer jetzt wahrscheinlich, weil ich es gerade angesprochen habe. Aber es will halt irgendwie nicht sein. Pern gegen Alsoma. Spielt jetzt weit wieder auf den Flanken nach unten. Das war kein Abseits anscheinend. Doch, das war Abseits. Im letzten Moment wedelt er da noch mit seiner Fahne. Sehr schön gemacht, auch vom Pern, da so die Abseitsfalle zu aktivieren. Na komm. Über dem Mittelfeld läuft das bisher wirklich ziemlich gut. Adama Traoré wird angespielt. Kommt er da ran? Ist ein bisschen rutschig, dein Rasen. Und da kommt er deswegen auch nicht wirklich ran, weil der Ball einfach auf den Boden anditscht und dann halt ein bisschen schneller fliegt. Dann so. Oh, wie machen die das immer mit den hohen Vertikalbällen? Ne? Das ist einfach wirklich der Wahnsinn. Vargas, könnt jetzt wieder nach oben spielen. Ne, der rennt wieder ein bisschen selber. Vargas ein bisschen schneller als Pern, wie wir das hier schon sehen können. Pern muss hinterher. Flanke kommt wahrscheinlich gleich rein von Vargas. In der Mitte steht er jetzt relativ frei. Und De Graaf, klasse Tat. Oh, da macht er sogar selber die Siegerfaust, weil er ganz genau weiß, was für eine geile Tat das hier gerade von ihm war. Und ich bin so stolz auf diesen Jungen. Der ist so phänomenal gut. Eckballsituation. Und es gibt nochmal einen Wechsel bei FCA. Ich glaube, es ist sogar Gregoritsch, der runterkommt. Dafür kommt jetzt Niederlechner rein. Also ein perfekter Stürmer für einen anderen perfekten Stürmer. Gefährlich auf jeden Fall. Basé bringt den rein. Alsoma ist der Abnehmer zum Kopfball. Da war mein Herz aber ein bisschen im Arsch.
Vor allem, wenn da so ein Verhoeven halt neben dem Tor steht, der nie gespielt hat für irgendwie 3 Jahre oder sowas und dann jetzt bei uns direkt einen Bundesliga-Einsatz bekommt. Komm, den musst du schicken. Den musst du und wie du den schickst. Bittenkurt, schneller Konter jetzt hier. Ah, das ist kein wirklicher Konter. Bittenkurt zum Schuss. Och, Mann, ey. Wieder ein Bedrängnis gestellt, leicht abgefälscht der Ball und dann der Keeper halt natürlich ohne Probleme. Pern, wollen wir den Ball auch annehmen? Ne, lass ihn einfach ins Aus reinfliegen, genau. Wir machen es mal ein bisschen beruhigter. So, 60. Minute. Ich will nochmal wechseln hier. Sargent kommt jetzt mal raus. Dafür kommt jetzt auch ein Traoré rein. Sargent geht raus und dafür geht ein Hlocek auf die Flügel. Wir machen es nämlich so. Wir hatten das schon mal gemacht. Ich glaube, dann kam sogar Traoré auf uns zu und hat irgendwie gesagt gehabt, wobei, wisst ihr was? Hat das nicht besser funktioniert, als ich das hier gemacht habe? Ich glaube schon. Dann Rashica ein bisschen nach hinten versetzt, sodass wir ihn nämlich zum Mittelstürmer machen. Ich glaube, das hat gut funktioniert gehabt. Dann machen wir es nämlich mal so. Ups, ich habe nämlich Vertrauen in das Ganze. In das ganze System hier. Dann geht Sargent mal raus, der keine schlechte Partie gemacht hat. Um Gottes Willen, nein, will ich auch gar nicht schmälern. Aber ich möchte jetzt einfach so einen flinkeren, also Sargent ist auch ziemlich schnell, aber einfach einen Hlocek neben da spielen lassen. Und Rashica brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Der ist natürlich der Schnellste. So, Rashica, schön. Auf Adama Traoré wieder hochgespielt, schön auf ihn gewartet. Ganz unten ist jetzt Hlocek, da wird er auch angespielt, aber die Flanke war eher ein Torschuss. Nicht gut gemacht von Traoré, bin ich nicht zufrieden mit. Na, weiter Abstoß jetzt hier. Ich glaube, Agu sollte da locker rankommen und Traoré hat jetzt ein bisschen Freiraum bekommen. Traoré, ach, was war der Hintergedanke daher? Aufgabe? Okay, schön. Bittenkurt ist zumindest halt eben wach. Rashica. Guck mal, oben sind 3 Spieler von uns. In der Mitte will ich diese Spieler sehen, nicht da oben. Komm, wieder auf Bittenkurt gespielt und dann in der letzten Sekunde wirklich zu spät. In der allerletzten Sekunde. Dann wäre er wirklich durchgeflogen. Kommen wir da ran. Kommen wir leider nicht ran. Oben auf den Flügeln. Aufgepasst, Niederlechner. Könnt ihr den sehen. Die Mitte ist auch schön. Und dann guckt euch mal das an. Wie so ein Ping-Pong, wie so ein Flipper-Automat. Dankeschön, ey. Oh, gerade noch so rangekommen, ey. Na, Prietl läuft ein bisschen mit. Prietl sieht jetzt oben hoffentlich Agu, so ist es. Und jetzt wieder auf den Flügeln. Wir bauen uns das wieder auf den Flügeln auf. Bittenkurt jetzt. Ein bisschen Freiraum hat er hier bekommen. Bittenkurt. Bittenkurt, wohin mit dem Ball? Erstmal wieder zurück auf Prietl gespielt. Der sieht jetzt Eggestein. Eggestein mit der Möglichkeit per Schuss. Und man muss sich halt eben mit Weitschüssen dann irgendwie rauskämpfen, ne? Weil die stehen echt tief drin. Also in der Verteidigung zumindest. Als Soma gegen De Graaf. Vargas. Wieder hochgespielt. Aber De Graaf ist halt eben einfach der Big Ben. Ganz ehrlich. Der ist halt so riesig. Rashica. Nicht gut angespielt von Bittenkurt. 75. Minute. Eigentlich so ein starkes Spiel von uns. Und das wird nicht belohnt hier gerade. Weiter Ball jetzt auf Niederlechner. Der steht vorm Tor und der macht das Ding so rein. 2:0. Jetzt fallen wir so langsam in so ein Moraltief rein. Oder was ist das hier? 4:1 verloren gegen Dortmund. Jetzt führen sie hier schon 2:0 gegen uns. Und wir hatten unsere Chancen gehabt. Ah, nee, jetzt muss ich was anderes hier aufbauen. Passt auf. So, linker Stürmer. Hlocek. Dann machen wir nämlich einen anderen Flügelspieler nämlich da jetzt rein. Rechter Stürmer. Dafür kommt nämlich jetzt, ich nehme einfach Eggestein dafür jetzt einfach raus. Genau, zum rechten Flügelspieler. Chong kommt dafür rein. Bittenkurt, selbstverständlich wollen wir das Mittelfeld so nicht lassen. Das wäre auch ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen verrückt. Den machen wir nämlich zum ZOM. Prietl kommt auch mit nach vorne. Den machen wir zum rechten ZOM. Und dann will ich den auswechseln gegen Gravenberg. Jawohl. Jetzt haben wir alle Wechsel hier getätigt. Das ist unfassbar offensiv, aber ich sehe hier keine andere Chance mehr für uns, um hier noch irgendwie den Wechsel, also um hier das Ganze irgendwie noch zu drehen, weil wir haben schon so eine gute offensive Präsenz gehabt und jetzt knalle ich einfach noch viel mehr nach vorne. Damit reißen wir natürlich hinten eine größere Lücke auf, aber ich will hier gegen den 16. der Bundesliga bitte Tore holen. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Und Verhoeven sah schon wieder nicht gut aus. Florian Niederlechner, 3. Tor in der Bundesliga. Und für uns heißt es jetzt kämpfen. Jetzt haben wir so eine offensive Aufstellung hier. Jetzt heißt es für uns, also vorne dürfen jetzt Leute nicht mehr fehlen. Ganz ehrlich, bei so einer Aufstellung, wenn da vorne was fehlt, dann fehlt da was an der Grundeinstellung der Mannschaft. Chong. Na, guck mal. Lauft ein bisschen mit. Wie wär's? Schön. Rashica. Wieder auf Chong gespielt. Warum macht ihr alle so blöde Dinger? Einfach direkt passen. Ist das zu schwer oder was? Könnt ihr das nicht in eurem Vokabular zusammenfassen? Strobel. Und jetzt kommt genau die Gefahr, die ich halt eben nicht haben möchte. Seht ihr, wie viel Freiraum die im Mittelfeld halt eben haben, weil da niemand mehr steht. 83. Minute, weiter Ball auf Vargas. Kommt er da ran? Kommt er nicht. Gut, einfach schnell weitermachen. Ich weiß, die wollen nochmal wechseln, ein bisschen Zeit rausquetschen und hast nicht gesehen. Was machst du denn? Was? Was machst du denn? Das ist jetzt die absolute Höhe gewesen. Das darf ja wohl nicht. Vargas. Pedersen. Ja, jetzt gewinnen sie Zeit, weil sie nicht einfach schnell den Angriff machen oder so, sondern den Ball jetzt einfach rumverteilen. Ja, dürfen sie ja auch. War das abseits? Nee, war es nicht. Vargas jetzt mit dem Zug zum Tor. Vargas, niemand möchte ihn bedrängen, zum Schuss gekommen. Und die behalten hier weiterhin den Ball, können also weiterhin Zeit hier schön versetzen und so. Ja, schön. 87. Minute. Wir kriegen ja den Ball schon gar nicht mehr. Agu jetzt vielleicht auch nicht, aber dann ein Fehlpass von denen. Das ist dann zumindest so Last Resort mäßig. Guck mal, wie die hier pressen. Das ist richtig Katzenwache hier. Seht ihr das? Oh mein Gott.
Gut, dass du dann noch rangekommen bist. Wie nervös meine Spieler aber auch auf einmal sind. Das kenne ich so gar nicht von denen. Gut gespielt. Nein! Ich darf euch nicht loben! Eine Minute Nachspielzeit gibt's nur. Das heißt, dann müsst ihr jetzt gleich abpfeifen und wir verlieren 2:0 gegen Augsburg. Ist das so? Müsste doch so sein. Ja, tatsächlich. Boah, ey. Niederschlagendes Ergebnis. Hat mir gar nicht gefallen. Und ich glaube, das hätte ich in 0-0 durchaus geben können. Wäre Verhoeven irgendwie ein bisschen besser drauf gewesen. Wisst ihr, nach so einer Niederlage, das ist ja nicht genug. Wir müssen jetzt ran gegen Juventus Turin in der Champions League. Also das macht die Moral unserer Spieler, glaube ich, komplett nichtig. Bittencourt freut sich nochmal, dass er halt eben spielen durfte und so weiter. Ich sage einfach so, mach weiter so halt irgendwie die Standardaussage. Ja, ich habe natürlich Respekt davor, dass wir jetzt ran müssen gegen Juventus Turin. Die Sache ist halt eben, Lyon ist gerade irgendwie so ein Überflieger, was mir nicht gefällt. Weil wenn die halt eben die Siege holen, und das habe ich ja schon erklärt gehabt in dieser anderen Champions League Episode, warum das halt eben schlecht ist. Jetzt müssen wir ran gegen Juventus. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, was soll ich denn da rausholen? Was soll ich denn gegen Juventus Turin rausholen? Vielleicht einen Punkt? Das wäre natürlich phänomenal, wenn wir wenigstens einen Punkt rausbekommen können. Man darf auf jeden Fall hoffen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier auf jeden Fall erstmal rein in die Pressekonferenz, um dort erstmal ein paar Fragen hier wieder zu beantworten, die Moral zu pushen. Wenn heute der zweite UEFA Champions League Sieg gelingt, dann sieht es gut aus mit dem Einzug in die K.O.-Runde. Kann das klappen? Es wird schwer, aber im Fußball ist alles schwer. Es wird zwar nicht leicht, aber im Fußball ist nichts leicht. Wenn wir uns anstrengen, können wir uns eine günstige Ausgangsposition verschaffen. Herr Sain, Sie gelten im Spiel gegen Piemonte Calcio eher als Außenseiter, wird es daher großflächige Änderungen in der Startelf geben. Also im Vergleich zu dem, was ich euch in der Bundesliga dargeboten habe, gibt es auf jeden Fall Änderungen, ja. Von einigen Spielern kam zu wenig, wir müssen uns das Team anschauen. Wir müssen rausfinden, woran es bei den Spielern hakt und dann müssen wir ihnen helfen, besser zu werden, das ist die wichtigste Änderung. Aktuell sind sie richtig gut drauf. Was? Ihr guckt andere Spiele anscheinend. Gehen Sie davon aus, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Ja, wir können noch mehr. Wir hatten einige gute Spiele, aber das geht noch besser. Von dieser Mannschaft dürfen sie noch einiges erwarten. Ich meine, okay, auf Papier, overall, steht das gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir sind in der Bundesliga irgendwie Platz 5 oder so, wenn mich hier alles täuscht. Was natürlich sehr stark ist, aber wenn man sich so die letzten Spiele anschaut, läuft es bei uns nicht momentan extrem gut, so wie der Reporter das da gesagt hatte. Aber auf eins können wir uns verlassen. Jetzt hier in der Champions League gibt es zumindest das Beste vom Besten. Die allerbeste Mannschaft, die ich aufstellen kann, müsste die hier sein, die ihr gerade vor euch liegen habt. Ich habe überlegt, vielleicht Veljkovic rauszuwechseln, weil der ein bisschen angeschlagen ist, aber ich lasse ihn, glaube ich, mal spielen. Wobei, Stambouli lasse ich jetzt einfach mal spielen. Der hat doch, glaube ich, auch nicht so schlecht gespielt gehabt. Komm, das können wir auf jeden Fall, glaube ich, noch eingehen. Aber ansonsten ist die Mannschaft so, wie wir sie kennen. Die beste Mannschaft, die wir irgendwie aufstellen können. Meiner Meinung nach zumindest auch die individuellen Qualitäten der Spieler irgendwie mit einbezogen und so. Und dann vielleicht mit etwas Glück kriegen wir ja wirklich irgendwie einen Punkt raus. Ich mag es zwar zu bezweifeln, das wäre natürlich jetzt sehr zermürbend, wenn wir jetzt in irgendein Formloch reinfallen würden und so. Deswegen hoffe ich jetzt auf eure Unterstützung da draußen. Drückt mir jetzt ganz, ganz tief und fest die Daumen. Wir müssen gegen Juventus zumindest einen Punkt rausholen. Das wäre natürlich phänomenal. Scheißegal, ob 0-0, 1-1, meinetwegen 8-8, auch wenn ich danach wahrscheinlich im Krankenhaus liegen werde vor Aufregung. Hauptsache ein Punkt. Ja, und wie soll es denn auch eigentlich anders sein? Natürlich regnet es. Weißt du, wir erwarten eine Top-Mannschaft aus Europa, Juventus Turin im Stadion. Und wie beweisen wir unser starkes Dasein, indem wir Regen den Leuten hier vorbeibringen und so weiter. Schönes Sonnenwetter wäre natürlich cool gewesen für so eine Partie, aber man kann sich halt eben nicht alles irgendwie aussuchen. Ich habe gerade eben so ein bisschen die Aufstellung gesehen von Juventus Turin. Man sieht ja immer so eine kleine Vorschau, die sich natürlich noch ändern kann. Aber da ist halt eben so Namen gesehen, wie zum Beispiel Mahrez, die sie haben. Ich habe beispielsweise einen Ronaldo, obviously. Cristiano Ronaldo haben sie natürlich. Chiellini haben sie. Szczęsny im Tor und so weiter. Alles Top-Spieler, Superstars, die jetzt hier im Weserstadion unterwegs sind. Ist natürlich cool, die hier zu sehen, aber umso mehr habe ich den Respekt vor den Leuten, weil, ey, ich weiß nicht, ob unsere Mannschaft das hinbekommen kann. Bevor ich einen Strike bekomme wegen dieser Mucke, ich habe da immer noch Panik vor, würde ich sagen, geht's jetzt auf in die Partie, Leute. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Guckt euch, da seht ihr den, die Nummer 7 da, Cristiano Ronaldo. Here we go. Mal gucken, welche Nummer 7 sich hier besser beweisen kann. Welche da auf jeden Fall das bessere Spiel wie leistet. Ja klar, Dybala haben sie natürlich auch noch. Natürlich davon auch nicht vergessen, McKennie und so weiter. Kennt man ja auch aus Bundesliga-Zeiten und so. Also, ja, keine Ahnung, Ehrfurcht. Ehrfurcht verspüre ich in meinem Körper. Deswegen auch ein bisschen vorsichtiger jetzt unterwegs. Morata, selbstverständlich. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger hier jetzt auch bei meinen Spielzügen und so. Damit wir jetzt hier uns keinen riesigen Fehler irgendwie leisten, sondern dass wir das Ganze hier vielleicht ein bisschen, ich sag mal, safer runterspielen können. Ja, Grafenberg angespielt, aber Rabiot steht dort im Weg, den sie natürlich auch nochmal haben. Wie soll es auch anders sein? Jetzt sind sie zum allerersten Mal hier im Ballbesitz. Arthur, auch jemand, den man natürlich kennt. Man kennt echt die gesamte Mannschaft von Juventus Turin, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Und deswegen, ich meine, wenn du bei uns halt eben hinschaust, wenn du mal einen italienischen Fußballfreund irgendwie fragst, so, hey, Pritl, der wird dir nicht sagen, ah ja, Pritl, klar, Arminia Bielefeld, sondern, oh, wie er sich den Ball doch geschnappt hat, Saul, ja sicher. Ne, sondern der wird dir halt eben so ein fragendes Gesicht aufwerfen. Schöner Fehlpass für uns hier gewesen, klasse. Was können wir daraus machen?
Hrocek rennt durch. Hrocek wird angespielt. Hrocek vom Tor. Hrocek mit dem Schuss. Hrocek mit dem 1:0 gegen Juventus Turin. Wo kam das denn her? Wie ein Tiefschlag aus dem Nichts. Oh mein Gott. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir führen 1:0 gegen Juventus Turin. Und wie? Durch einen Fehlpass eingeleitet, wo Hrocek sich den Ball locker geholt hat. Und Adama Traoré. Also das war ja der perfekte Pass auf Hrocek von Adama Traoré. Holy shit. Entschuldige mich meine Wortwahl, aber wow. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er da auch noch so krass an den Ball rangekommen ist. Ich müsste das Adama Traoré hier und Hrocek sein. Also ich würde sagen, 80% des Tores geht an Adama Traoré. Ist aber auch scheißegal, wer wie viel irgendwie Prozent an dem Tor irgendwie dazugehört. Wir führen 1:0 in der 13. Minute gegen Juventus Turin aus dem Nichts. Geil. Boah, das pusht mich gerade enorm. Heftig. Oh, Adama Traoré wird aber ein bisschen umgeboxt, umgenietet. Kennt man auch nicht so wirklich von ihm. Ey, aber jetzt sind sie, glaube ich, noch viel heißer geworden. Jetzt sind sie wahrscheinlich auf 180. Das ist wie, als würdest du so versuchen, so ein Hornissennest oder sowas abzubauen und so, weißt du, dann verärgerst du die einen und dann sind sie jetzt richtig aggressiv und fangen jetzt richtig an. Guck mal, Mahrez gegen Rashica. Seht ihr die Geschwindigkeit von Rashica? Wir haben gleich die nächste Chance hier. Seht ihr das? Drei Leute stehen in der Mitte. Rashica per Flanke. Dort ist Hrocek mit dem Fallrückzieher. Da ist Eggestein mit dem Schuss. 2:0. Was ist hier los? Das ist nicht zu fassen. Wir sind hier gerade in der Champions League, Juventus Turin. Ich schwöre euch, habe ich irgendwas verkackt mit der Schwierigkeit? Ist es das, was mir jemand erzählen möchte? Spiele ich hier gerade auf einer ganz anderen Schwierigkeit? Aber nein, die spielen immer noch so ganz normal. Ich meine, es war ein Eigentor, klar. Günstig für uns gewesen, dass der Innenverteidiger da dasselbe irgendwie reingeschoben hat und so weiter. Ja, das ist natürlich möglich. Aber ich glaube, also, das kann mir doch keiner erzählen. Nach wie vielen Minuten? Eggestein kriegt sogar das Tor zugeschrieben. 19 Minuten. Wir haben innerhalb von irgendwie, was ist das? Ja, 6 Minuten 2 Tore gemacht gegen Juventus. Boah, da haben sie sich alles aufgespart. Scheiß doch drauf, dass sie in der Bundesliga 2:0 verloren haben gegen 16. 4:1 verloren haben gegen Dortmund. Die haben alles aufgespart, sodass es in der Champions League hier richtig Rambazamba gibt. Wow. Boah, ist das krass. Ronaldo. Da sehen wir ihn. Cristiano Ronaldo. Der macht das natürlich gut. Aber Adama Traoré hilft sogar hinten mit. Seht ihr, wie motiviert alle Leute sind, dass sogar ein Adama Traoré hinten mitspielt. Gute Übersicht hier von Pavlenka gewesen auf Kakache. Und wir machen es ja, wie gesagt, ein bisschen beruhigter jetzt hier. Damit wir uns keinen Fehler erlauben, wie zum Beispiel sowas hier. Gut, dass Stambouli hinten mithilft. Stambouli konnte sich den Ball sogar noch irgendwie erkämpfen. Boah, genau wegen solchen Fehlern wollte ich das Ganze immer ruhig machen und so. Weil du das gegen Juventus auf jeden Fall hier nicht darfst. Also solche Fehler, die eigentlich erlauben und so. Wohin? Komm, Rashica. Rashica mit der Schnelligkeit ist schon wieder vorm Tor. Rashica, das darf doch nicht wahr sein. Oh, Hrocek mit dem Nachschuss. Komm schon, nochmal Nachschuss. Nein, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Das wäre zu viel gewesen, oder was? Das wäre zu viel gewesen. Nein. Alter, stellt euch mal vor, wir würden hier gegen Juventus 3:0 in der ersten Halbzeit führen. Das wäre eine Geschichte. Das ist Wunder der Weser. Das ist das Wunder der Weser. Erzählt mir nichts von wegen so einem 3:0 oder sowas zurückgeholt oder hast nicht gesehen. Oder Tim Wiese, der irgendwie 3 Elfmeter gegen HSV hält oder sowas. Das hier ist das Wunder der Weser, wäre das gewesen. Boah, ey. Cristiano Ronaldo. Mal gucken, was die jetzt machen. Ey, die sind jetzt wahrscheinlich wirklich auf 180. Die wollen jetzt wahrscheinlich absolut alles tun, um jetzt hier ein Tor zu schießen. Seht ihr, schaut euch das mal an. Pass und Pass und Pass. Unten ist Saul jetzt. Bringt er den Ball nochmal rein. Ja, versucht es, aber Dodo steht dort goldrichtig. Klasse gemacht. Ey, alle sind gerade so heiß. Seht ihr das? Alle sind richtig gut drauf hier. Und so will ich das von meiner Mannschaft halt eben auch sehen. Unten Adama Traoré. Dort bedrängt ihn auch keiner. Komm, renn mal durch, Adama. Komm, du hast ja so viel Freiraum. Adama Traoré jetzt mit der Möglichkeit. Adama Traoré aus spitzen Winkel zum Schuss. Und dort ist kein weiterer Abnehmer. Aber auch weiterhin gar nicht mal so schlimm, weil wir haben jetzt einen Eckball bekommen. Und sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Ich habe sogar gute Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, um Eckball auch gute Chancen irgendwie auszuführen. Weil wir haben auch große Spieler, so ein Hrocek beispielsweise, der macht sich da auch gerade eben schon warm. Dort vorne, seht ihr den? Eggestein führt aus, Eggestein bringt rein. Da ist auch Hrocek, der ist relativ frei. Hrocek zum Kopfball, Adama Traoré vielleicht zum Nachkopfball. Der Keeper aber auch schon so ein bisschen mit Problemen unterwegs. Ich glaube, Juventus Turin unterschätzt uns als Mannschaft. Das kommt mir so ein bisschen gerade vor, als würden die alle so ein bisschen selbstgefällig sein. Guck mal, der faustet Adama Traoré fast ins Krankenhaus. Ja, aber ich glaube, die sind auch so ein bisschen selbstgefällig. Eggestein, jetzt stehen sie auch ein bisschen gestaffelter da. Stambouli zum Kopfball, nee, leider nicht. Adama Traoré konnte den Ball auch leider nicht gewinnen. Und das war ein Rückpass. Das war ein richtig fetter Rückpass. Also jetzt auch nochmal die FIFA, die hier nochmal irgendwie gegen uns spielt. Ach komm, Szczęsny, 6 Sekunden sind schon vorbei. Oh. Aber jetzt sind sie, glaube ich, ein bisschen aufmerksamer. Wie gesagt, das macht für mich so ein bisschen den Eindruck, als würden sie uns unterschätzen als Mannschaft. Guck mal, hier wieder, Ball gewonnen. Spielt in die Mitte, wo Hrocek steht. Klasse. Gravenberg, rennt durch. Gravenberg, kommen wir da noch ran mit ihm? Gravenberg, nee, wurde abgewehrt.
haben sie stark gemacht und jetzt stehen sie wirklich richtig tief und pressen jetzt auch sehr viel. Ne, weil sie wissen, wenn sie uns die Chancen geben, guck mal hier sowas, jetzt sind sie auch richtig nervös und so, die haben nicht damit gerechnet, dass wir sowas hier machen. Gravenberg oben jetzt angespielt auf Rashica, was für ein Passspiel, Rashica per Schuss, 3:0. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich habe gerade, glaube ich, schon 5 Liter Körperflüssigkeit an Speichel oder sowas an meinem Schreibtisch hier vergeben oder so. Guck mal, Rashica ist so 100%ig gut drauf. Der macht sogar Flickflacks und alles. Ich könnte jetzt auch Flickflacks in meinem Zimmer machen, aber wenn ich das tue, breche ich mir wahrscheinlich mein Genick. Guck dir mal diesen Pass an von Gravenberg. Da wirst du nass. Da wirst du nass. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich das sehe. Boah, ey. Das kannst du niemandem erzählen, was hier gerade los ist. Wir führen in der ersten Halbzeit 3:0 gegen Juventus Turin. Krasses Ding. Wie viel das Tor von Milot Rashica? 45 Minuten sehen wir ja. Erstes Tor in der UEFA. Ach ja, stimmt, wird ja nicht Saisontore angezeigt. Aber geil. Unsere Offensivmänner machen da ihre Tore. Und damit gehen wir auch schon in die Halbzeitpause rein. Und ich glaube, Juventus braucht jetzt erstmal eine ganz fette, dicke Anspreche. Ich bin schon so durch den Wind. Aber wer ist das nicht, wenn du halt eben mit Werder Bremen gerade so hart führst, Leute? Das braucht eine fette Ansprache jetzt, das wollte ich sagen. Guck mal, Ajax Amsterdam liegt 2:0 hinten gegen Manchester City. Villarreal führt 1:0 gegen Shakhtar Donetsk. Frankfurt liegt 1:0 hinten gegen Barcelona. Tottenham führt 3:1. Was für ein Spiel. Gegen Athen und Olympique Lyon und Moskau momentan mit einem Unentschieden. Ja, ich würde sagen, wir gehen so einfach direkt weiter in die Partie. Ich wüsste auch gar nicht, was ich hier ändern sollte. Funktioniert ja alles. Was? Wer ist? Morata hat den Platz verlassen, dafür ist Lacazette jetzt drin, wenn ich das richtig gehört habe. Holy shit. Noch ein Wechsel. Nee, aber guck mal, da machen sie schon direkt den ersten Offensivwechsel, weil sie wissen, so geht das nicht weiter und dann hier schon wieder direkt ein Ballverlust. Seht ihr das? Alle sind richtig heiß drauf. Eggestein, guter Pass auf Hrolocek, der jetzt mal vorm Tor steht. Hrolocek zum Schuss, zum 4:0. Was? Was? Aber was für ein Pass auch wieder von Eggestein. Ey, wir haben gerade erst die zweite Halbzeit angestoßen. Dann verliert er... Nee, was für ein heftiges Umschaltspiel das aber auch von uns war. Eggestein klaut sich den Ball vom Gegenspieler, rennt einfach nach vorne auf den Außen, sieht einen Hrolocek, der auch direkt mitsprintet und so. Was ist hier denn los? Ich muss ja was verkackt haben an der Schwierigkeit. Das kann mir doch keiner erzählen. Das liegt doch an der Schwierigkeit, oder nicht? So langsam glaube ich nicht mehr daran, dass das hier normal ist, sondern so langsam habe ich so das Gefühl, dass ich irgendwie auf Weltklasse hier gerade spiele oder noch schlimmer, dass es hier gar nicht Legende ist. Das kann mir doch keiner erzählen, die Baller. Guck mal, wie die hier die Bälle verlieren, das ist doch nicht normal. Hrolocek, Adama Traoré, Fehlpass, leider. Kam nicht durch, bisschen sehr optimistisch gewesen. Nächstes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga, wie wir das ja aus dem Schnitt der Bundesliga momentan so sehen. Oh, Adama, was machst du denn da? Ich glaube, so eine Foul-Animation habe ich noch nie gesehen. Aber wenn das halt eben nach so diesem Formloch, was wir momentan in der Bundesliga haben, so weitergeht, dann, naja gut, okay, sehe ich jetzt auch nicht die besten Chancen gegen Borussia Mönchengladbach, wenn ich ehrlich bin. Aber in der Champions League läuft es ja momentan echt phänomenal. Aufgepasst, Ronaldo, von dem sehen wir auch gar nichts. Wir sehen ja gar nichts von Juventus einfach so allgemein. Oh, da läuft einfach ein Ball vorbei, Dybala jetzt. Dybala spielt auf Lacazette. Lacazette könnte zum Tor gleich schon Schuss kommen. Dybala ist es aber. Guck mal, die brauchen nur eine einzige Chance. Die brauchen nur eine einzige Chance und kriegen das Ding halt eben so rein. 4:1. Bisschen dichter gemacht. Ich meine, okay, sie haben es halt gut gespielt. So ist natürlich nicht. Ich möchte deren Leistung auch gar nicht schmälern. War aber natürlich aber auch ein bisschen Pech, weil wir an vielen Situationen, an vielen Anknüpfpunkten auch locker hätten an den Ball rankommen können. Und dass Pavlenka den Ball nicht geholt hat, erinnert mich so ein bisschen an Verhoeven und nicht an Pavlenka, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ein bisschen verkürzt haben sie es jetzt. Paulo Dybala hier zum 4:1 geschossen. Sieht vielleicht auf dem Papier dann auch ein bisschen besser aus, wenn sie halt eben nicht 4:0 hinten liegen gegen Werder Bremen. Ein bisschen realistischer sieht es dann wahrscheinlich auch aus. Also keine Ahnung, ich müsste das ja noch auf Aufnahme haben, da gucke ich mir das nochmal an, ob ich das irgendwie verkackt habe mit der Schwierigkeit. Kann ich mir aber am besten nicht vorstellen, weil ich die ja nicht umstelle. Ich stelle die ja nicht um. Die muss ja auf Legende stehen, aber das ist ja echt total crazy. Ist meine Mannschaft so krass geworden. Aber guck mal, jetzt ist Juventus Turin auf einmal vorne mit dabei, ne? Also beziehungsweise jetzt auf einmal fangen sie hier an, noch ein bisschen mehr zu machen mit den Bällen und so. Nach dem 4:0 sind sie, glaube ich, ein bisschen wacher geworden. Die Baller. Hoher Ball, da kommen wir auch nicht ran. Guck mal, die sind echt wacher geworden. Lacazette jetzt, Lacazette. Die Grätsche geht jetzt nichts. Oben, ganz oben, wo Saul ist. Aber der ist nicht der schnellste Spieler. Saul verliert hier den Ball aber gegen Dodo. Macht der klasse. Und das ist jetzt halt eben wirklich die Werder Bremen Mannschaft, die ich die ganzen ersten 50 Minuten so erlebt habe. Guckt euch das an, die Pässe aber auch. Hrolocek. Spiel wieder zurück auf Eggestein. Schön. Der wieder auf Adama Traoré. Eggestein. Dort ist jetzt Pritel. Pritel zum Fernschuss. Pritel. Ich habe ein bisschen mehr erhofft. Gebe ich ganz ehrlich zu, ne? Aber es ist immer noch Manuel Pritel, darf man nicht vergessen. So, Gravenberg wechsle ich jetzt mal aus. Romano Schmid kommt dafür rein.
Ansonsten möchte ich eigentlich nichts ändern. Mit der Mannschaft funktioniert momentan alles. Ich packe ihn aber nur raus, weil mir gerade aufgefallen ist, dass seine Ausdauer halt so ein bisschen halt irgendwie am Kratzen ist. Kommen wir da ran? Tatsächlich. Klasse, guck mal. Schön gespielt. Prietl, vorne mit dabei. Prietl, was ist mit dem auf einmal los? Sieht jetzt Hrocek. Hrocek mit der Schussfinte. Eggestein. Eggestein mal mit dem Schuss aus der Ferne mal wieder. Weil die stehen, habt ihr ja selber gesehen. Ich konnte da nirgendwo durchlaufen oder so. Die hätten mir den Ball absolut weggeluchst. Da konnte ich halt irgendwie nur noch selber zum Abschluss kommen. Oh, oben auf den Flügeln wieder. Und durch die Mitte. Lacazette, aufgepasst. Oh, gut, noch irgendwie zwischen reingestellt. Ronaldo. Wo möchte er den Ball hinbringen? Toprak gewinnt ihn auf jeden Fall nicht. Rabiot. Grätsche aber von Toprak war eine phänomenale Grätsche, die diesmal auch wirklich ihre Wirkung gezeigt hat. Ab nach vorne. Nein, Adama Traoré, zu spät angespielt. Der wollte auch gar nicht angespielt werden, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. War vielleicht auch besser so, wäre abseits gewesen. 80. Minute klingelt hier gleich. Wir haben das gewonnen. Das ist der absolute Wahnsinn. Rashica geht raus. Dafür kommt Chong rein. Ja, mehr möchte ich gar nicht machen. Ich meine, okay, offensive Wechsel jetzt zu tätigen ist auch sehr riskant meinerseits, aber wir können auch vorne uns die Bälle halt eben klauen. Haben wir auch schon des Öfteren hinbekommen. Verlieren wir hier den Ball? Was macht der denn da? Wollte er jetzt irgendwie den Keeper hier überlisten oder sowas? Pavlenka stand ganz hinten. Ich weiß nicht, was da sein Versuch war. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Also umso besser für uns, hier den Ball wieder gewonnen zu haben. Nach so einem verkorksten Ding. Eggestein. Guck mal, ey, das ist aber auch, das läuft hier wie geölt. Guck mal hier, Eggestein, weiter Ball, aber ein bisschen zu weit hier gespielt, sodass er da nicht rangekommen ist. Aber wir haben nochmal wichtige Sekunden, vielleicht sogar Minuten halt eben dazu gewonnen. Das hat ja alles irgendwie so seinen Vorteil, auch mal so hohe Bälle zu machen. Guck mal, wieder an den Ball rangekommen. Dodo steht halt dort, Gold, richtig. Gravenberch auf Eggestein, der hat ein bisschen Freiraum bekommen. Eggestein spielt auf Adama Traoré, mit ein bisschen Glück kam er da sogar noch weiterhin ran. Auf den Flügel läuft Dodo mit und in der Mitte stehen jetzt ein paar Leute. Dodo zur Flanke, dort ist nämlich zum Beispiel Gravenberch, der will da aber nicht ganz ran. Eggestein, gewinnen wir leider nicht den Kopfball, aber wir stehen mit vielen Leuten vorne. Guck mal, oh schade, fast hier noch den Ball gewonnen. 88. Minute, können wir ein 4:1 hier halten? Komm, ich guck nochmal, dass ich noch einmal wechsle. Damit können wir auch nochmal ein bisschen Zeit gewinnen. Prietl geht mal raus, dafür kommt ein Boom rein, der ja auch nicht schlecht gespielt hat, wie ich zumindest so in Erinnerung habe. Ronaldo, weiter Ball wieder mal auf Saul. Über die Flanke geht irgendwie gefühlt alles. Saul, direkte Flanke rein. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es. Wir klären das Ganze jetzt hier. Komm, weißt du was? Wir holen uns jetzt den Wechsel, würde ich sagen. Wobei, Adama Traoré, guck mal da oben. Adama Traoré jetzt. Zug zum Tor. Das darf doch wohl nicht. Er pfeift ab. Schon wieder. Schon wieder. Ich meine, diesmal will ich mich nicht aufregen, weil wir 4:1 gewonnen haben. Aber das ist jetzt das vierte Mal oder so hintereinander, dass er abpfeift, wenn wir im Angriff sind. Das ist so eine Frechheit. Egal. Meine Güte, wir haben 4:1 gewonnen gegen Juventus Turin. Alter Schwede, Leute. Nee, das ist einfach viel zu viel für mich. Wie gesagt, ich hab mein Schreibtisch hier gerade voll gespuckt, glaube ich. Das wollt ihr alle gar nicht wissen, aber ich will es euch trotzdem erzählen, weil ich meine Euphorie hier gerade so redelustig bin. Boah, meine Fresse. Lyon hat sogar 1:0 gewonnen gegen Moskau, habe ich hier gerade unten nochmal gesehen gehabt. Aber da müssen wir ein Interview führen, keine Frage. Hrocek hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Insgesamt eine tolle Leistung, ja, grandioser Auftritt von Hrocek. Hrocek hat mich heute wirklich sehr beeindruckt, das war eine super Leistung. Piemonte Calcio mit 4 Toren zu besiegen ist eine erstaunliche Leistung. Oh ja, guck mal, da können wir auch nur noch so lächeln. Kann SV Werder Bremen solche Ergebnisse jetzt öfter abliefern? Nach diesem Spiel ist vielleicht alles drin, ja. Das war ein tolles Spiel. Wenn du sowas geschafft hast, glaubst du natürlich, jetzt ist alles drin. Sie haben trotz eines mäßigen Auftakts mit 3 Toren gewonnen. Waren sie nervös, als sie in der ersten Hälfte nicht treffen konnten? Was? Waren sie nervös, als sie das Tor vor der Pause nicht trafen? Wir haben in der ersten Halbzeit 3 Tore geschossen. Wovon laberst du? Ich meine, okay, es gibt viele Champions-League-Spiele, aber ich glaube, du sprichst hier gerade mit dem falschen Trainer, glaube ich. Ja, frühe Tore gefallen uns besser, doch. Ich war eigentlich nicht nervös, aber frühe Tore sind mir natürlich am liebsten. Man muss das Spiel so früh wie möglich in den Griff kriegen. Haben wir ja auch. Ja, und ich glaube, mit diesem einschlagenden Ergebnis, mit diesem 4:1-Sieg gegen Juventus Turin, können wir hier diese Episode auch beenden. Es freut mich sehr, dass wir das Ganze hier geschafft haben. Ein Wunder der Weser ist es tatsächlich gewesen, wie ich finde. Wenn auch nur ein kleines Wunder der Weser, ist es ein Wunder der Weser gewesen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wenn ihr mit dabei seid, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir hier... Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen hoch unterstützen könntet. Wie dem auch sei, auf geht's in die nächste Partie. Tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal.